Im Wasserspiegel auf dem Mönchsberg wird die Geschichte und die Gegenwart der Wasserversorgung, die Herkunft, Qualität und auch die Technik veranschaulicht. Der Wasserspiegel ist die Möglichkeit, die Trinkwasserversorgung der Stadt Salzburg unseren Kunden zu präsentieren. Wir vergraben eigentlich nur unsere Leitungen. Die Kunden haben Probleme, wenn sie mit dem Auto fahren und wir eine Baustelle haben. Hier können wir die positive Seite der Trinkwasserversorgung zeigen. Was steckt dahinter, damit aus dem Wasserhahn wirklich Trinkwasser herauskommt? Die Trinkwasserversorgung Salzburgs erfolgt hauptsächlich über das Grundwasserwerk Glaneck. Dass das Wasser so hohe Qualität hat, erfordert vor allem ein umsichtiges Waldmanagement. Es freut uns schon, dass wir über eine vernünftige Waldwirtschaft, die ja auch dazu beiträgt, dass Wasser nachhaltig und relativ in einem sehr guten Zustand geliefert wird, dazu beitragen können. Und das macht uns natürlich auch stolz. Die aktuelle Sonderausstellung Wasser ist Leben und Energie gewährt mit ästhetischen Kunstinstallationen einen Blick auf das scheinbar Unbedeutende, Randständige und Verdrängte der Gesellschaft. Ich versuche als bildender Künstler immer Themen zu bearbeiten, die gesellschaftlich relevant sind. Hier haben wir mit Wasser zu tun. Wasser ist eines der wichtigsten Lebensmittel. Der Körper des Menschen besteht aus Wasser. Und ich verwende hier Recyclingmaterial. Wenn Sie diese Wand ansehen, das ist eigentlich Müll, aus dem wir hier eine künstlerische Intervention entwickelt haben. Die zweite Arbeit nenne ich Fuscheln, das ist der inhaltliche Bereich des Museums zum Thema Fuschelnsee. Und den Begriff Fuscheln gibt es wirklich. Es heißt so herumwandern oder herumgreifen irgendwie. Und wir haben da 3000 Flaschen am Boden aufgelegt, da können die Besucher dann über diese Flaschen oder durch die Flaschen warten, wie im eigenen Müll oder quasi übers Wasser gehen wie Jesus Christus, ganz egal wie man es sehen möchte. Der Wasserspiegel ist Teil des Hochbehälters Mönchsberg, der mit 25.000 Kubikmeter Fassungsvermögen einen wichtigen Teil der Wasserversorgung der Stadt Salzburg darstellt. Also die Salzburger AG arbeitet jeden Tag daran, die hohe Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, aber auch noch weiter auszubauen. Wir investieren im Jahr 4 Millionen Euro in die Erneuerung der Wasserleitungen. Wir sind jetzt dabei, einige Wasserleitungen, in Summe werden es heuer knappe 9 Kilometer sein, zu erneuern. Aber wir sind auch dabei, einen dritten Hochbehälter im Bereich Glasenbach zu planen und hoffentlich 2020, 2021 in Bau zu bringen. Anschaulich präsentiert der Wasserspiegel mit der Sonderausstellung Wasser ist Leben und Energie die Bedeutung des Trinkwassers und die Geschichte des Trinkwasserkraftwerks Glaneck. Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie unter www.salzburg-ag.at.